Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. In diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr alle Map Packs von MW2 für Photolitter One installieren könnt. Dies funktioniert nicht mit der originalen Steam-Version von MW2. Es funktioniert nur mit der Photolitter One-Version. Ihr müsst als erstes diese Datei, die sich in den Downloadlinks in der Beschreibung befindet, herunterladen. Sie dann öffnen, was jetzt gerade bei mir passiert. Früher oder später. Ja. Das dauert halt so seine Zeit. Dann öffnet sich es auch einmal zweimal. Und ja, der Windows Media Player startet auch. Ich baue es einmal hier so hin. Und ich gehe nochmal ganz nach vorne. Ich bin hier mit MW2-Verzeichnis. Dann geht ihr hier auf Zoom German. Und dort kopiert ihr alle diese Maps aus dem MW2-DLC.RAR-Archiv in den German-Ordner. Wenn ihr schon auf Englisch habt, natürlich in den Englisch-Ordner. Und nachdem ihr die eingefügt habt, habt ihr Spielen auch schon mit allen DLCs. Das kann einen kleinen Moment dauern. Ich mache deswegen einen kurzen Schnitt. Und da bin ich auch schon wieder. Die Dateien wurden jetzt rüber kopiert. Man sieht auch hier, dass die noch markiert sind und rüber kopiert wurden. Und nun kann man MW2 starten mit allen Map Packs. Das tue ich noch jetzt gleich mal. Und wir sehen uns gleich im Spiel. So, und da bin ich dann auch schon wieder. Gehe jetzt in den Serverbrowser und jetzt lädt es hier ein bisschen. Dann sehen wir hier ein paar Server. Ich nehme hier einfach mal Absturz, also Crash. Ja, wenn der jetzt nicht einfach so verschwinden würde. Ah, bleibt doch da. Da bin ich mir nicht ganz sicher, dass es ein Clanroar-Server ist. Genau, das war ich mir auch natürlich ganz sicher. Ich bin mir ganz sicher, dass es ein DLC-Pack ist. Ja, schlafe ich jetzt schon fast ein. Absturz haben wir gesagt. Nehmen wir einfach mal den hier. Verbindet. Es lädt. Mein Laptop-Lüfter drehen hoch. Ja, dieses Laptop ist, glaube ich, nicht mehr dafür gemacht. Vielleicht auch doch. Man weiß es nicht. Werden wir gleich sehen, wie flüssig es läuft. Ja, es lädt jetzt schon mal eine ganze Weile. Das ist ja wunderbar. Und ja, wie wir sehen, lädt es schon mal. Das ist gar kein schlechtes Zeichen, das heißt schon mal, dass es funktioniert. Und da sind wir noch schon im Spiel. Ich kann mal Auto zuweisen. Ja, nehmen wir mal gut die guten Standardklassen. Und, oh, wir sind mal sonst eingestellt und umhakt das. Okay, aber egal. Das Spiel wird gerade ziemlich laut und ich sag, bis zum nächsten Tutorial. Ich hoffe, es hat bei euch funktioniert. Wenn nicht, meldet euch nochmal in den Kommentaren. Bis dahin.